Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch gerne meine schnelle Quiche Lorraine vorstellen. Und zwar machen wir die heute in der Tefal Actifry. Und das Ganze in Kombination mit dem MSM-Line Pizzablech. Passt super in die Actifry und schauen wir mal, ob das funktioniert. Schaut es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Alles, was ich brauche für meine Quiche Lorraine, habe ich schon mal rausgelegt. Die Zutaten hier sind klassisch. Ihr seht hier auf der linken Seite habe ich oben Creme Fraiche oder saure Sahne, was ihr lieber mögt. Dann brauchen wir ein paar Schinkenwürfel. Wir brauchen außerdem hier 4 Eier. Ich habe relativ kleine Eier hier, deswegen 4 Stück. Dann nehme ich noch dazu eine mittelgroße Gemüsezwiebel. Und ihr seht hier außerdem noch so eine mittelgroße Stange Porree. Alle Mengenangaben wie immer in der Infobox. Das Ganze würzen wir mit Pfeffer und Salz. Und natürlich brauchen wir dazu einen entsprechenden Teig. Und hier habe ich mal wieder gefunden von der lieben Tante Fanny. Das Ganze hat 32 cm, wie ihr hier seht. Das Blech, das MSM-Blech, ist bekanntlich 28 im Durchmesser. 2 cm Rand. Sollte eigentlich passen. Ja, ich bin mal gespannt. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich habe es auch noch nicht gemacht. Ich teste es heute mit euch zum ersten Mal aus. Ja, dann haben wir hier, glaube ich, alles einmal angesprochen und dann kann ich loslegen. Als erstes pellen wir mal unsere Zwiebeln und schneiden die in kleine Würfel. Muss nicht so wahnsinnig klein sein. So mittlere Größe reicht. Und dann nehmen wir hier unsere Porree-Stange. Und die schneiden wir auch in kleine Streifen und kleine Würfel. Und das Ganze gebe ich dann, wie ihr jetzt hier schon gesehen habt, gleich in die Pizzaform hier, in die von MSM-Line und mische das. Denn wir werden das gleich vorher ein bisschen anbraten, deswegen gebe ich es gleich in die Form. Das müssen wir gar nicht erst woanders reingeben. Und mische nochmal alles gut hier, die Schinkenwürfel, Zwiebeln und Lauch. Und was ich vergessen habe, vorne bei den Zutaten, ich gebe jetzt hier für den Geschmack nochmal so ein bisschen Butterschmalz. Also Butterschmalz, Butter, je nachdem, was ihr lieber mögt, um das Ganze jetzt gleich anzudünsten. Und das mische ich jetzt alles nochmal gut durch. Und als nächsten Schritt mische ich jetzt auch meine saure Sahne hier in einem etwas größeren Behälter, dass wir hinterher noch was einfüllen können, zusammen mit den Eiern. Dann gebe ich auch nicht Pfeffer rein, denn die Mischung verträgt ordentlich Pfeffer, die braucht schon so ein bisschen Bums, damit sie auch wirklich schmeckt. Also nicht so sparsam sein mit dem Pfeffer, ihr wisst ja, ich bin ohnehin ein Pfefferfan. Und Salz natürlich, auch wenn jetzt die Schinkenwürfel schon drin sind, Salz muss auf jeden Fall noch rein, verträgt die Masse. Und jetzt verrühre ich das Ganze ordentlich, so dass ich saure Sahne, Eier und Pfeffer und Salz gut verbinden, so bis ich eine homogene Masse habe. Ja, Vorbereitungen sind fertig und wir brauchen jetzt hier den Einsatz nicht, den Topf nicht und auch oben den Teller nicht. Das nehmen wir erstmal raus, brauchen wir nicht. Und jetzt setzen wir als nächstes hier von dem MSM-Line Pizzablech unten diese Scheibe ein. Wer das noch nicht gesehen hat, kann sich das gerne angucken bei mir. Ich blende euch mal oben das Unboxing ein. Und hier vorne jetzt nochmal diese kleine Platte, damit die heiße Luft da nicht entweicht. Da ist ja das Loch von dem Griff, die brauchen wir. Und als letztes eben hier unser Drehkreuz. Das kann man doch nicht falsch rum einsetzen. Ja, passt. Dann kommt unser Pizzablech rein, hier mit der Porree-Zwiebel-Schinkenmasse. Und das richten wir so ein bisschen aus, damit es auch in der Mitte ist. Und das sieht gut aus, wenn wir das gemacht haben. Dann können wir anfangen, hier jetzt zunächst mal Porree-Zwiebeln und Schinken so ein bisschen anzudünsten, anzubraten, damit es nicht mehr roh ist, damit es weich wird. Und das mache ich im ersten Schritt zunächst mal 10 Minuten. Und nach 10 Minuten gucken wir mal, ob das schon reicht. Ja, und ihr seht jetzt hier, nach 10 Minuten ist das noch verhältnismäßig blass, das ist schon ziemlich weich, aber das kann noch 5 Minuten. Also 5 Minuten gehen hier noch. Deswegen würde ich jetzt nochmal weitere 5 Minuten hier die Porree-Zwiebel-Mischung mit dem Schinken weiter anbraten. Und dann sollte es eigentlich auch fertig sein.
Ja, schauen wir mal. Und das sieht doch schon lecker aus, ne? Jetzt ist also hier alles schon ein bisschen gebräunt. Die Zwiebeln sind gebräunt. Man sieht, das hat schon hier ordentlich ein bisschen Geschmack angenommen. Und das reicht auch vollkommen. Mehr müssen wir nicht machen. Jetzt müssen wir die Masse nur ein bisschen abkühlen lassen. Ne, wenn ich so den Finger reinhalte hier und das alles aushalte, dann ist es kühl genug. Und jetzt können wir hier Porree, Zwiebel, Schinken mischen mit unserer saure Sahne-Eiermischung. Da gerinnt jetzt auch nichts. Und geben das hier in den vorbereiteten größeren Topf. Und jetzt mische ich das Ganze ordentlich, um hier die Aromen zu vermischen und das Gemüse mit den Eiern und mit der sauren Sahne zu mischen. Und das geht alles ziemlich zügig. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir im nächsten Schritt jetzt hier unseren Teig holen. Das ist ja Tante Fanny hier 32 cm, ich hoffe 2 cm auf jeder Seite. Ich packe jetzt mal aus und versuche das in die Form zu kriegen. Tada, super. Passt also wie angegossen, als wenn hier Tante Fanny diese Platte mit 32, diesen Kreis mit 32 cm für die Form gemacht hat. Jetzt drückt ihr den einfach hier schön in die Pizzaform. Immer zusehen, dass ihr die Ecken auch jetzt mitkriegt, keine Luft dahinter habt. Also das sieht alles gut aus. Und jetzt müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr oben nachher keinen Rand habt. Dass ihr das also möglichst weit runterdrückt. Ne, hier seht ihr keinen Rand mehr. Der verbrennt nämlich sonst. Das ist das Erste, was schwarz wird. Also so runterdrücken, dass oben nichts mehr übersteht. Das sieht gut aus. Ja, und wenn wir damit fertig sind, dann können wir jetzt auch unsere Masse einfüllen. Und das geht ja jetzt schnell. Das ist ja alles schon vorbereitet. Die ist ja inzwischen auch entsprechend abgekühlt. Also kein Problem mehr. Und dann, wenn wir unsere Masse hier eingefüllt haben, dann streichen wir die so ein bisschen glatt, damit wir eine einheitliche Fläche oben haben, eine homogene Fläche. Ja, wenn wir das gemacht haben, wenn wir oben die Masse glatt haben, dann können wir auch schon zum nächsten Schritt kommen. Und dann können wir jetzt unser Pizzablech mit unserer Quiche-Lorraine-Masse einsetzen. Auch hier wieder gucken, dass es zentriert ist. Na, das geht aber schnell, das rutscht auch jetzt weitgehend in dieses Kreuz. Und wenn wir das gemacht haben, können wir hier unsere Actifry zumachen. Und ich werde jetzt das Ganze 15 Minuten hier in der Actifry garen lassen, föhnen lassen, wie man so schön sagt. Und dann schauen wir mal, ob es geklappt hat. Auf geht's. Ja, das sieht sehr lecker aus, finde ich. Es riecht auch sehr lecker. Es ist ein bisschen dunkel geworden oben drüber, aber trotzdem sehr lecker. Also noch nicht verbrannt, hat hier so das nötige Aroma und lässt sich auch gut schneiden mit meinem Pizzaschneider hier. Der Teig ist außen auch richtig kross geworden. Wie ihr seht, die ist also fluffig und lässt sich aber trotzdem schneiden. Die Masse hier ist fest geworden. Ich habe so ein bisschen Stäbchentest gemacht zwischendurch und ihr seht auch schon, das ist echt lecker. Ich habe ein kleines Stück jetzt zwischendurch schon mal probiert. Super Geschmack, scharf genug, muss nicht mehr dran. Ja, ich denke, meine Quiche Lorraine in der Actifry mit dem Pizzablech von MSM-Line hat super funktioniert. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.